Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir wieder hier, weil mich jemand gefragt hat oder eben halt die Frage gestellt wurde, wie man Texte vorlesen lassen kann. Da hatte ich mir noch nie so Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, Texte vorlesen lassen, ich kenne es vom Google-Übersetzer, dass man da einen Text vorlesen lassen kann. Ist aber auch immer eine Internetverbindung vonnöten. Jetzt habe ich im Moment keine Internetverbindung. Ist jetzt so, man muss dafür natürlich eine App installieren. Man geht dafür in den App Store rein. Der App Store ist, wo ist er? Da ist mein App Store. Und dann kann man hier zum Beispiel sich die App raussuchen. Sucht man sich die App raus. Gut, jetzt ist bei mir im Display, ja, ich sage mal, die Anzeige im Weg. App rausgesucht, installieren dementsprechend und anschließend hier wieder raus. Geht man hier raus, wunderbar. Und dann hat man hier die App hier oben. Das nennt sich hier AdVoice, habe ich jetzt genommen. Also AdVoice, also finde ich sehr gut, diese App. Wenn du mehr... Weil... Man kann die Texte auswählen. Man kann hier auch sich hier ein PDF nehmen und einfügen. Also ein PDF zum Beispiel. Liest der wunderbar vor. Also ist wirklich klasse. Wenn du mehr Erfahrung damit erlangt hast, kannst du deine Akasha-Chronik überall und jederzeit öffnen. Genau, also er liest jetzt so in der Geschwindigkeit vor, so wie ich es möchte. Weil die Geschwindigkeit kann man einstellen, das ist auch genial. Also ich ziehe dabei, da wo dieses Play-Zeichen ist, nicht auf das Play-Zeichen direkt und auch nicht auf die Vorwärtstaste klicken, sondern genau dazwischen und einfach hochziehen. Und siehe da, da kann man zum Beispiel die Geschwindigkeit auch einstellen. Wenn einer sagt, er will es mal ganz schnell haben, dann macht er hier 2,25-fache Geschwindigkeit und go. Wenn du mehr Erfahrung damit erlangt hast, kannst du deine Akasha-Chronik überall... Okay, da verstehe ich nichts, danke. Ich habe natürlich die 0,75 gewählt. Also 0,75 ist für mich Optimum. Das bedeutet, bei 0,75 habe ich auch immer noch Zeit, drüber nachzudenken. Ich ziehe mal nochmal hoch. Jetzt kann man hier die Stimmlage noch ändern. Wenn ich die Stimmlage jetzt hier so auf 1 mache, das ist so die Standardeinstellung. Und hier 0,75 wäre auch auf 1. Wenn ich das jetzt anmache. Wenn du mehr Erfahrung damit erlangt hast, kannst du deine Akasha... Das hört sich natürlich etwas müde an. Ziehe es hoch und schiebe es rüber und kann damit die Stimme erhellen so ein bisschen. Wenn du mehr Erfahrung damit erlangt hast, kannst du deine Akasha... Kann sich natürlich etwas lustig anhören manchmal. Deswegen habe ich hier die Stimmlage auf 1,10 gemacht. 1,10 fand ich auch ganz nett. Wenn du mehr Erfahrung damit erlangt hast, kannst du deine Akasha-Chronik überall und jederzeit öffnen. Weil die Tonlage finde ich wirklich super. Jetzt hat man ja noch andere Möglichkeiten, weil es gibt ja manchmal so Texte, die sind ellenlang. Klar, man kann sich die auch durchlesen, wenn jetzt ein kleiner Text kommt, ja, liest man sich den halt kurz durch. Wenn jetzt aber ein ellenlanger Text kommt, weiß ich nicht, wo einer, weiß ich nicht, 3-4 Seiten, denn er 4 Seiten hat, und man nicht wirklich viel Zeit hat. Also es ist ja auch mal Zeitdruck immer im Allgemeinen. Und da hat man jetzt nicht Zeit, erstmal jetzt hier, weiß ich nicht, ein Buch zu lesen. Und somit kann man natürlich auch hier zum Beispiel reingehen. Gehe ich hier zum Beispiel ins Telegram rein. Sehe jetzt hier zum Beispiel, ja, gehe dann hin zum Call SOS zum Beispiel. Und könnte jetzt hier sagen, okay, ich nehme mir jetzt einfach mal diesen Text. Text kopieren, Text kopiert, gehe rüber in die App wieder rein, gehe hier auf diese 3 Punkte rauf und sage einfach Text einfügen. Pam, ist da drin und kann ich abspielen. Einen wunderschönen guten Abend. Voraussichtlich kommt diese Woche Mittwoch das Vorstellungsvideo hier. Bei den darauf folgenden Videos gebe ich einige Tipps bei handwerklichen Tätigkeiten und Fehlerbehebung von leichten Problemen. Okay, also jetzt habt ihr gesehen, man kann es auch einfügen.
Jetzt möchte ich zum Beispiel wieder zurück zu dem Buch, was ich mir anhöre und kann hier einfach wie beim Browser mit dem Pfeil auf zurückgehen. Zack, da Wenn sind du wir wieder. mehr Erfahrung damit erlangt hast, kannst du deine Akasha-Chronik überall und jederzeit öffnen. Wunderbar, funktioniert. Also es ist möglich, wirklich sich alles vorlesen zu lassen. Also man hat ein Hörbuch aus dem Buch gemacht. Also aus einem normalen Buch ein Hörbuch zu machen, also ich finde es genial. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so geht. Also klar, irgendwie unbewusst wusste ich das schon. Aber dass es wirklich so genial funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Also das Programm gibt es da irgendwie. Ja, man sieht es ja nicht wirklich, wie das heißt hier. Problem ist, ich habe hier dieses Mikrofonsymbol. Naja, komme ich nicht rein. Ach, hier ist es zum Beispiel, genau. Wie heißt denn das jetzt hier, dieses Programm? AdVoice steht da immer nur. Aber man sieht dieses Zeichen. Ja, okay. Gut, wenn man hier alles Mögliche sehen, ja. Okay. Das ist eine Art Inhaltsverzeichnis. Okay. Okay. Gut. Also ich habe mich mit dem Programm jetzt auch noch nicht so ganz. Also ich setze mich meistens mit den Basics auseinander, weil das reicht mir meistens auch. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie, dass es noch bunt blinkt und so. Brauche ich alles nicht. Wollte ich euch nochmal zeigen. Ist ein tolles Programm und ich bin voll zufrieden damit. Also es gibt natürlich mit Sicherheit auch andere Programme. Ich werde es weiter testen, dieses Programm. Und wenn es super läuft, dann hole ich mir das auch. Dann habe ich hier diese Werbung unten noch nicht. Und ich kann auch andere Sprachen noch auswählen. Also andere Stimmen auswählen. Andere Sprachen brauche ich ja nicht. Aber andere Stimmen. Ja, das war's erstmal. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und ja, wir hören uns zum nächsten Mal. Na dann, bis zum nächsten Mal.